Servus und willkommen zu Forts im Ranked. Auf Battlegrounds heißt's heute Team 1 mit Moonshine gegen Team 2 mit Spion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und da wären wir in-game. Wir sind links mit Moonshine und rechts ist Teutonic mit Spion. Der bekommt hier sein Rematch, nachdem wir ihm auf Balls übel rasiert haben, weil wir seine Tech weggeschnitten haben. Alles in allem hat er trotzdem sehr gut gespielt und hier bekommt er sein Rematch. Und ja, ihr seht, das ist die neue Map, die im Ranked Pool ist. Diese Map ersetzt Luftstädte. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wir haben beide auch dann irgendwann geschrieben, dass es das erste Mal ist, wo wir die Map wirklich im Ranked Pool spielen. Demnach hatte ich genauso wenig wie Teutonic eine Ahnung, was ist hier gut, was geht gar nicht da. First time on this map, lol. Jo, ich kann dem Ganzen nur zustimmen, demnach, tu, ich mach den Chat mal aus. Weil viel mehr wird auch nicht geschrieben und jo. Deswegen mein Plan hier, Waffenkammer, erstmal ein bisschen Economy boosten und dann vielleicht mit einer EMP ihn ärgern oder nerven. Bei ihm, ihr seht, eine Mine weniger als wir, dafür ein Gunner und auch die Waffenkammer, er hat's unten geplaced. Wir haben sie direkt hinterm Chor geplaced. Ich weiß nicht. Ich könnte so auf Anhieb nicht sagen, wo es sinnvoll ist und wo es nicht sinnvoll ist. Was ich mittlerweile weiß ist, dass man hier unten noch Schwammraketen bzw. auch Nukes spielen kann. Genauso wie hier oben. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dieses Fleckchen da unten gar nicht bedacht. Und man kann sich auch noch hier runter verbinden. Ja, sogar mit Minen. Oder hier hoch. Ich habe es ein paar Mal gespielt und alle haben sich nach oben verbunden. Ich habe keinen gesehen, der nach unten wandert. Das ist vielleicht was, was wir uns angewöhnen werden, einfach weil es kein anderer macht. Ansonsten hier ist die EMP fertig. Bei ihm noch im Aufbau, aber er hat seinen Gunner behalten vom Anfang. Ja, der hat aber Lack gesoffen und nichts getroffen. Seine EMP ist ausgeschaltet mit dem Sniper. Versucht er jetzt unsere EMP zu suchen oder er will einfach unsere Minen beschießen. Ja, hat hier noch die Windturbinen, die Minen getroffen. Und das ist einfach nur richtig nervig. Und hier, der Gunner trifft nicht. Wir haben keine Anti-Air, von daher trifft seine EMP. Haben hier die EMP verkauft, gehen hier direkt für die T2. Gönnen uns noch zwei Gunner. Einer offen, einer mit Tor. Und bei ihm kommt jetzt die T2. Und wie ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5 Minen für uns. Und 1, 2, 3, 4 Minen für Teutonic. Das heißt, der Gute hat eine Mine weniger als wir. Unsere Anti-Air ist jetzt ready. Zumindest der offene Gunner, der hier unten braucht noch ein bisschen. Und hier oben kommt noch einer, weil ich weiß, ein Gunner hat oftmals einfach gar kein Zielwasser. Also lieber ein paar mehr. Hier unten noch Metall eingezogen, weil ich wusste nicht, kommt noch eine Kreissäge von ihm oder was ist da unten mit? Ich habe keine Ahnung. Oder ich wusste auch nicht, wie stabil das Fort ist, dass wenn hier unten irgendwas reinsichelt, ob das dann einfach wegbricht. Und ja, deswegen einfach mal ein bisschen mehr Metall, ein bisschen mehr Holz. Es kann nicht schaden. Und hier, der eine Gunner rettet uns den Tag. Finde ich gut. Dafür muss er jetzt sterben. Ist weniger hübsch, aber seine beiden Brüder sind im Aufbau. Ansonsten, der Sniper hier unten hat eine schöne Microdoor. Ich denke mal, der Spot für einen Sniper ist auch gut gewählt. Da ist nichts aktiv dabei, wo man ja verteidigen möchte. Gut, bei ihm ist so, hier die T2, so ein Cannonshot hier unten rein, wäre halt fatal. Aber ansonsten ist da unten ja eigentlich nichts. Und bei uns ist hier die erste 20mm im Aufbau, mitten im Energietor. Und ich weiß nicht, wie intelligent es ist, ein Energietor zu bauen, wenn der Gegner andauernd mit der EMP nach uns schießt. Es wäre vielleicht hier intelligenter gewesen, hätte ich einfach ein normales Tor gebaut. Weil wenn die EMP trifft, ist das hier quasi gar kein Schutz mehr. Das ist quasi wie Hintergrundholz und jeder Sniper kann mir die 20mm rausnehmen.
Und bei Tautonic, ihr seht, 1, 2, 3 Batterien und 1, 2 Erzlager. Das heißt, der Spot hier oben, der riecht verdächtig nach Howie. Aber ja, wir bauen Gunner, verkaufen sie wieder und wie angesprochen, da ist der Howie. Und bei uns die zweite 20mm im Aufbau, wieder mitten im Energietor. Die erste ist durchgelaufen. Und hier kommt noch ein Gunner. Der soll das Energietor verteidigen, solange die 20mm im Aufbau ist. Hier oben noch ein hoher Sniper. Hat Tautonic natürlich gesehen. Da steht's ja, was wir bauen. Und eigentlich hätte ich mir denken können, dass er wieder Spion spielt. Das spielt er eigentlich fast immer. Und hier schicken wir mal einen Gruß nach oben zu dem Aufbau, der so verdächtig nach Waffe riecht. RCD Aktive beklaut uns, sieht nun unser ganzes Fort und sieht, dass der Gunner offen ist, dass der Sniper offen ist und dass der Gunner offen ist. Und ja, was er auch sieht ist, hier sind nur einfache Energietore. Das heißt, wenn die EMP einmal durchkommt, haben wir hier ein riesen Problem, weil wie gesagt, das ist quasi dann wie Hintergrundholz, also maximal schlecht zur Verteidigung. Wir ziehen die Aktive, deaktivieren ihm alles, auch den Aufbau vom Howie und er reagiert mit haufenweise Sandsäcke, die sind sau effektiv gegen 20mm. Der zweite Gruß trifft auch nochmal, ich habe es so abgepasst, dass der zweite Gruß geschossen wird, gerade wenn die Sachen wieder reaktiviert werden, einfach um das, was hier im Aufbau ist, maximal zu verzögern. Hier hätte ich mir einen Sniper gewünscht, aber den hat der Gute ja rausgenommen und hier sind noch weitere Gunner im Aufbau. 1, 2, 3, 4, 5 Gunner im Aufbau, weil ich dachte, oh, da kam so lange nichts mehr, das riecht verdammt nach einem Howie. Er zieht die Aktive, sieht mein Fort, sieht, dass 3 von den 5 Gunnern hinter Toren sitzen, der hat sogar 2. Und die 20mm schickt einen Gruß, viel Schweizer Käse, aber durch die ganzen Sandsäcke kein wirklicher Schaden. Und der Howie ist eigentlich, na komm, der ist ready. Hier noch ein vorgelagertes Tor, einfach um den EMP-Effekt zu vermindern. Und der Howie ist ready, die Kanone ist zur Hälfte durch. Jetzt müssen meine Gunner zeigen, was sie können. Ansonsten habe ich ein riesen Problem. Es sind wieder 5 Gunner am Start, wobei Nummer 5 hier unten aufgebaut wird. Und Tautonic verbindet sich nach oben. Der erste Versuch reißt ihm ab. Und hier, ja, die EMP rausgeholt. Auch noch eine Windturbine mitgenommen. Er hat nur noch eine aktuell, das ist ein bisschen wenig für Howie Cannon. Und er zieht wieder die Aktive, klaut uns 200 Metall und 2000 Energie. Die fehlen uns, aber wir laufen stabil auf 5 Windturbinen mittlerweile. 6, 7, 8 und haben aber 3, 4 Energietore. Also wir brauchen die 8 Turbinen auch. Und bei ihm, ich weiß nicht, worauf er wartet. Vielleicht auch die Cannon als Follow-up für den Howie. Und hier nochmal reingehalten, die letzte Windturbine deaktiviert mit einer Mine. Und hier weiter rein. Ich kam aber nirgendwo richtig durch. Und jetzt hat er nochmal Energie geklaut. Und ihr seht, wir waren kurz im Negativbereich. Die Tore waren aus. Und das wollt ihr als Moonshine, wenn ihr hier Tore reingezogen habt, also Energietore, nett haben. Und wie gesagt, ich hätte hier einfach ganz stupide normale Tore einziehen sollen. Und ja, nur weil ich als Moonshine Energietore bauen kann, heißt nicht, dass es sinnvoll ist. Weil mal ganz ehrlich, diese Energietore halten genau einen Cannon-Shot aus. Ich bräuchte also 2 Energietore, die sehr viel Energie fressen. Ansonsten, wenn die Cannon hier einmal einschlägt und der Sniper ein Follow-up gibt, ist die 20mm einfach weg. Wir ergänzen unsere Anti-Air mit 3 weiteren Gunnern. Und Tautonic erweitert seine Windproduktion mit 2 alternativen Turbinen hier oben und noch eine 6. Mine. Also ressourcentechnisch ist er uns, was das Metall angeht, überlegen. Und hier, ganz hässlich, er droppt hier rein, zerstört die eine Mine und die Windturbine.
und ihr habt gesehen, der Sniper kam direkt als Follow-up. Ich denke mal, sein Ziel war hier gar nicht die Mine, sondern sein Ziel war hier die 20 mm, nämlich dass er hier das Tor zerschießt und mit dem Sniper den Follow-up gibt, so wie ich es angesprochen habe. Ansonsten holt er noch einen hohen Sniper raus und wir halten nochmal rein. Aber komplett Brain AFK einfach in die Sandsäcke reingesammelt. Wir müssten hier irgendwas machen, was sinnvoll ist. Hier die Kanone auf die Gunner gerichtet. Ja, das ist so. Ja, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die vorhandene Anti-Air holt den Howie Easy raus und mit seinem hohen Sniper holt er uns leider den Sniper und die erhöhte Anti-Air raus. Und hier müsste ich dann selbst einen Howie platzieren oder zumindest mal erkennen, dass ich mich hier durch die Sandsäcke arbeiten kann. Ja, hier ganz gut. Ich kann den Howie und die Cannon deaktivieren, kommen hier auch rein. Aber es ist halt nur temporär. Es ist nichts, wo ich sage, das wird mir das Spiel gewinnen. Ich brauche hier eine Kanone. Im Idealfall in Howie, der hier reindroppt, mir das ganze Gebilde hier vorne abreißt. Oder hier unten reindroppt. Und das hier alles wegreißt und die 20 mm einfach den Core finishen. Hier ist die nächste 20 mm im Aufbau. Weil die wirken so gut gegen Sandsäcke, da dachte ich mir, komm, noch eine dritte ist wunderbar und hier einfach mit dem Sniper geaimt, weil ich es konnte. Er zieht die aktive, beklaut uns, sieht uns sofort. Der Howie kommt, flach geschossen, viel Energie und das war eine gute Idee von ihm. Dieses Tor geht auf, um den Howie zu blocken. Das heißt, der Cannon Shot kann hier straight auf den Core droppen. Deswegen, der Gunner wird verkauft. Danke für deine Dienste, aber lieber nein danke, als tot zu sein, weil das war von Teutonic saustark gespielt. Er hat gesehen, hier sitzt ein Gunner, er hat zwei Türen und ja, dann einfach mit dem Howie die Türen aufmachen und mit der Cannon reinhalten. Er zieht die Aktive, unsere Aktive war irgendwie sinnbefreit, wir konnten nichts wirklich deaktivieren und hier oben kommt noch ein Schaumraketenwerfer bei ihm. Und zwei Buzzsaws, weil mittlerweile ist hier auch die Werkstatt am Start. Der Howie rausgenommen. Und jo, wieder mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das hier ist sehr brachial gewesen. Hier oben gönne ich mir noch einen Sniper. Hier auch die Werkstatt, weil ich mir dachte, komm, the way to go werden jetzt hier einfach Mörser sein. Und hier mit den 320 mm aim ich für seine Waffen. Mehr schlecht als recht, viel Schweizer Käse, ein Tor zerstört, ja, ist in Ordnung. Der Sniper hat hier mal vorgefühlt, aber leider hat Teutonic sofort reagiert, zieht hier Woodspam ein und sein Launcher ist erstmal safe. Er zieht die aktive, zerschießt mir hier ein Energietor und wisst ihr was? Die 20 mm ist jetzt einfach offen, die ist scheiße nochmal offen. Ich dachte mir, gut, die ist eh RIP. Da soll sie wenigstens mal einen Gruß rüber schicken. Ist mir erst egal. Ich konnte es nochmal retten, weil ich hier oben reingesammelt habe. Oh, ich habe den Sniper unten vergessen. Vergesst, ich konnte es nicht retten. Der Tonic holt dann mit dem Sniper die 20 mm raus. Und das ist hässlich. Die Dinger deaktivieren mir die Schilde genauso ratzfatz, wenn da irgendwas durchkommt. Zum Glück macht die Anti-Air gute Arbeit. Aber das wäre verdammt hässlich und jetzt, wenn die Buzzsaws hier reinhalten oder da, wäre es genauso hässlich und hier mal vorgefühlt aufs Metall und dann mit der Kanone rein. Also man merkt, dass Teutonic weiß, was er tut. Hier nochmal die Schaumraketen eingeaimt. Hier oben kommt eine Flak von uns, weil ich will das Ganze rausnehmen und hier schlägt die Howie brutal ein, weil sie durch die Schaumraketen gecovert war. Da konnte meine Anti-Air auch nichts machen und ich verkaufe hier meine Tech, weil mir gehen gerade etwas die Ressourcen aus. Zumal Teutonic sich kräftig bei uns bedient und ihr seht, ja, zwei große Lagen Stahl, Sandsäcke. Sich hier durchzufräsen wird brutal schwer. Und komplett stumpf und sinnbefreit halte ich hier mit den 20 mm einfach weiter Richtung Chor. Hier beklaut er uns, die Tore sind aus und wisst ihr was, wenn die aus sind, ist das wie Hintergrundholz. Die schützen nett. Ich verliere die zweite 20 mm.
Und es ist einfach zum Mäusemelken. Mir geht auch jetzt die Anti-Air langsam flöten. Mit der Basso reingehackt. Hier oben stürzt alles ab, was instabil gebaut war. Der Howie kommt. Und den kann ich auch nicht aufhalten. Der Gunner lebt noch. Okay, vergesst. Der Gunner lebt nicht mehr. Und hier verkaufe ich mich auch. Ah, die Runde hat Tautonic gewonnen. Er hat mich hier komplett an die Wand gespielt. Ich war aber auch ein bisschen sehr sinnbefreit und stumpf. Aber alles in allem muss ich sagen, hat er richtig gut gemacht. Allein der Bait mit dem Howie, um mit der Kanone durch die offene Tür zu kommen. Ich ziehe meinen Hut. Hätte ich hier nicht einfach sinnbefreit 20mm gespammt, wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber so, ja, einfach nur dumm von mir, während Tautonic das sehr, sehr sicher und wie gewohnt souverän runterspielt. Und hier heißt's GG. Tautonic zerlegt uns hier auf Battlegrounds. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt jetzt eine Idee, wie man Battlegrounds nicht spielt. Und wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.